An der Börse ist es immer wieder das Gleiche. Wenn wir bereits eine Rallye gesehen haben, die Kurse massiv gestiegen sind, die Märkte überkauft sind, sind alle total euphorisch, wollen kaufen und sagen, dass diejenigen, die sagen, naja, Vorsicht ist vielleicht nicht die beste Idee, jetzt zu kaufen, weil die Fallhöhe natürlich viel höher geworden ist durch den Anstieg der Kurse, das sind dann Dauerbären, Pessimisten, Miesmacher etc., die verpassen den neuen Supertrend und so weiter und so fort. Und genau das ist derzeit der Fall. Dagegen will niemand kaufen, wenn es wirklich billig ist, obwohl nachgewiesen ist, dass wenn man eben tiefere Kurse kauft, wenn Bewertungen sehr günstig sind, dass man dann langfristig natürlich viel bessere Möglichkeiten und Chancen hat, an den Märkten Geld zu verdienen. Derzeit sind wir extrem teuer, extrem optimistisch. Es ist keine Rezession eingepreist, obwohl uns jedes Konjunkturdatum aus den letzten Wochen sagt, diese Rezession kommt. Das bedeutet, dass die Aktien eben teuer sind, weil Gewinne und Margen schrumpfen werden und auch die Umsätze. Aber alle sagen, Mensch, es ist doch super jetzt zu kaufen, und diese Rallye, die wir gestern gesehen haben, ist maßgeblich auch ausgelöst worden durch Nick Timiraos, den Fettflüsterer, das Mouthpiece der Fed, der eigentlich nur das gesagt hat, was ohnehin alle schon angenommen haben, nämlich dass die US-Notenbank die Zinsen nur noch in 0,25er Schritten anhebt. Aber sie eben weiter anhebt, das ist das, was man mal wieder nicht hören will. Und die Märkte gleich, super euphorisch, Nasdaq 2%. Wir sehen, alle Indizes im Plus, aber erstaunlicherweise der VIX praktisch überhaupt nicht gefallen. Eine interessante Beobachtung. Es ging also scharf nach oben, und auch sehr, sehr interessant, dass die Terminal Fed Rate Expectations, also die Erwartung dort, wo der Hochpunkt der Zinsen sein wird, der ist gestiegen gestern. Normalerweise steigen Märkte, wenn diese Terminal Fed Rate Expectations fallen, wenn also die Erwartung fällt, wie hoch die Zinsen steigen. Jetzt sehen wir genau das Gegenteil und die Märkte steigen trotzdem. Das passt nicht zusammen. Die Märkte preisen praktisch mit 98,5% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir am 1. Februar eine 0,25er Zinsanhebung sehen, und gehen mit 90% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir dann auch die Zinsen nochmal angehoben werden um 0,25% bei der nächsten Sitzung. Macht nichts, sagt sich der Nasdaq. Ich starte mal so gut in ein neues Jahr wie seit dem glorreichen Jahr 2001 nicht mehr. Damals hat das dann ja über das ganze Jahr auch ganz hervorragend funktioniert. Hier sehen wir mal den besten Start seit 2001 für den Nasdaq. Gut, 2022 war nicht so erfreulich, aber Growth to Value hat massiv wieder zugelegt. Da sind wir an einen Hochpunkt gelaufen, den wir zuletzt vor über 2 Jahren hatten. Also Nasdaq ist das, was besonders gut gelaufen ist. Das haben wir vorhin schon gesehen. Und hier sehen wir mal den Bullish Percentage Index, praktisch ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit. Hier sehen wir, dass der Nasdaq Composite noch stärker ist. Da ist der Bullish Percentage Index schon komplett am Anschlag. Beim Nasdaq 100, der ja die größten Tech-Werte umfasst, ist das noch nicht so. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. In diesem Nasdaq Composite sind vor allem Semiconductor, also Halbleiteraktien drin, und die laufen derzeit gut, weil man sich irgendwie vorstellt, naja, jetzt haben wir ja ChatGPT und diese ganze künstliche Intelligenz, irgendwas mit KI, das reicht schon, damit dann Semiconductor-Aktien wie AMD, wie Nvidia, wie Qualcomm eben nach oben gespült werden. Die sind jetzt 29% von ihrem Tief entfernt, der S&P nur 11%. Also hier sehen wir diese absolute Outperformance von diesen Semiconductor-Aktien. Die nennt man auch als High-Beta, oder bezeichnet man auch als High-Beta-Aktien. Und wir sehen, dass diese High-Beta-Aktien, also diese sehr risk-on-relatierten Aktien aus dem Semiconductor-Bereich, praktisch alles, was meistens steigt, wenn risk-on angesagt ist und wenn risk-off angesagt ist, stark fällt, dass diese Aktien im Vergleich zu eher langweiligen, defensiven, gering volatilen Aktien jetzt auf einem absoluten Hochpunkt sind. Und jedes Mal, wenn wir solche Hochpunkte gesehen haben, war die Wende nicht weit. Aber wer jetzt kaufen will, der möge bitte kaufen. Jetzt kommt der Fettflüsterer aber und hatte plötzlich eine Warnung an die Bullen. Gestern hat er das ausgesprochen, oder am Wochenende mit einem Artikel, der gestern dann erst wirksam wurde.
was ohnehin alle wissen. Jetzt spricht er etwas aus, was der Fed praktisch jetzt eine Ausrede, ein Argument an die Hand gibt, warum man vielleicht doch die Zinsen ein bisschen stärker anheben muss, weil die Öffnung in China ja den Inflationsdruck nochmal verstetigt, erhöht. Denn China wird jetzt sehr stark Rohstoffe importieren, so die These. Dementsprechend steigen die Rohstoffpreise, also wird die Inflation dauerhafter. Faktisch ist das eine Warnung der US-Notenbank aus meiner Sicht an die Märkte. Passt auf, Jungs, werdet nicht zu complacent. Die Financial Conditions werden immer lockerer, das wollen wir nicht. Und wenn ihr nicht mitspielt, dann hauen wir bei den Zinsen nochmal einen drauf und werden am 1. Februar um 0,5 und nicht um 0,25% anheben. Das genau ist aus meiner Sicht die Interpretation dieser Story von Nick Timiraos. Und hier sehen wir nochmal die Financial Conditions. Die sind jetzt lockerer als vor dem ersten Zinsschritt der Fed. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Zinsanhebungen der Fed sind im Grunde total verpufft, sind nada niente. Und wenn ich jetzt eine Fed wäre, dann würde ich mich auf Deutsch gesagt veräppelt fühlen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Auf Deutsch gesagt. Und jetzt sehen wir hier mal eben, dass die Wahrscheinlichkeit überragend ist, dass wir hier eben nochmal 0,25% Anhebung sehen am 1. Februar. Die Fed ist ja jetzt in der Blackout Period. Das heißt, die dürfen sich jetzt nicht mehr äußern vor der Sitzung oder vor dem Sitzungsergebnis am 1. Februar, also in gut einer Woche. Mittwoch in einer Woche. Jetzt kommt aber plötzlich Gruppen 6 um die Ecke. Und die sagt, passt auf, also aufgrund der hawkischen Kommunikation der Fed gehen wir davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird in der nächsten Woche. Das ist eine Außenseitermeinung, aber ich denke, da ist jetzt viel mehr Futter gekommen durch diesen Artikel von Nick Timiraos, der faktisch aus meiner Sicht den Märkten sagen soll, passt auf, Inflation ist noch lange nicht besiegt, dementsprechend werden wir hart bleiben und je weiter ihr steigt, umso härter werden wir werden. Das ist letztendlich die Logik, die dahinter steht. Und auf der anderen Seite sehen wir eine immer euphorischere Crowd, die Privatinvestoren sagen, sich super cool, wir kaufen Tesla, wir werden alle bullischer. Hier ein sehr, sehr guter Twitter-Kanal, HOZ, der sagt, mein Troll-Indikator hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die Kommentare unter meinen Tweets sind gekennzeichnet von absoluter Complacency, also diese bullische, super bullische Stimmung. Und er hat mal eingezeichnet, wann ihm das zuletzt aufgefallen ist. Und es geht mir genauso. Je höher die Märkte steigen, umso mehr kommen diese bullischen Kommentare. Wenn es dann wieder runtergeht, dann schweigen die, um dann wieder aufzutauchen. Ich stehe jeden Tag zweimal vor der Kamera, sei es drum. Jedenfalls ist das eine Beobachtung, die ich auch absolut mache. Hier zum Beispiel ein Kommentar bei Finanzmarktwelt von einem besonderen Freund von mir, der sagt, hier die falschen Markteinschätzungen des Herrn Fugmann. Ich darf da vielleicht nochmal darauf verweisen, auf die Zeitebenen und vor allem auf die übergeordneten und auf die untergeordneten Bewegungen. Aus meiner Sicht ist diese Rallye eine untergeordnete Bewegung. Die übergeordnete kommt, die größere kommt. Ich versuche also immer, die größeren Bewegungen zu identifizieren. Eine Gegenbewegung ist das, was mich jetzt nicht so interessiert, sondern ich versuche das Big Picture, das große Bild zu zeigen. Und da geht es um die übergeordneten Bewegungen. Und da gehe ich davon aus, dass diese übergeordnete Bewegung jetzt nach unten kommt, weil nach oben schlichtweg nicht mehr viel Luft ist. Wir sehen Greed, für den Greed Index 64. Also wir sind wieder im Greedy-Bereich und oben sehen wir Indikatoren am Anschlag. Das hatten wir bei den letzten Tops auch und alle sind fürchterlich euphorisch. Das gilt übrigens auch für die europäischen Märkte. Hier ein Bericht von Bloomberg, der von einer Überhitzung der europäischen Aktien spricht. Da ist ja die beste aller Welten so ziemlich eingepreist. Viele, viele Aktien sind auf überkauftem Niveau. So stark wie schon seit vielen Monaten nicht mehr. Selbst wenn wir jetzt hier einen bullischen Grundtrend hätten, was noch sich bei den europäischen Aktien zeigen muss, ist unklarer als bei den Amis. Da gehe ich nicht davon aus, dass dem so ist. Jedenfalls, selbst dann ist auch hier ein Rückschlag wahrscheinlich. Und wenn wir nochmal zum Nasdaq kommen, hier auf Stundenbasis, hier praktisch so eine
Broadening Rising Wedge, die eigentlich nicht eine wirklich so super tolle Formation ist, auch wenn das natürlich erstmal ganz toll aussieht. Wir sehen oben im RSI, da knallt es schon langsam. Wir sehen, dass gestern Apple an seinem Abwärtstrend abgeprallt ist und Apple ist ja praktisch die marktschwerste Aktie ever. Dementsprechend ist das wichtig. Hier sehen wir den S&P 500, der praktisch zu einem maßgeblichen des 78,6er Retracement angelaufen hat, kurz mit einem Doch drüber gegangen ist. Wir sind nach wie vor in diesem Abwärtstrend auf Wochenbasis, sehen, dass die Indikatoren am Anschlag sind, aber alle wollen kaufen, bitte. Wer das meint, soll es tun. Wenn wir hier mal vergleichen Kupfer mit dem S&P 500, und dann sehen wir der S&P 500 neues Verlaufshoch, Kupfer gestern nicht mitgemacht und das zeigt so ein bisschen das übergeordnete Problem. Die Konjunktur geht runter. Wir haben also eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft, das werden die Unternehmen spüren. Mike Wilson hat da ein Modell entwickelt, hat gesagt, das ist das, was unsere Modelle sagen, dass das nicht gut gehen kann, dass die Märkte viel zu optimistisch sind in Sachen Berichtssaison, die ja heute so richtig beginnt mit Microsoft. Und geht aber davon irgendwie aus, es würde ein Soft Landing geben, obwohl wir gestern die Leading Indicators, die Frühindikatoren gesehen haben, die den 10. Monat in Folge fallen, die Aktienmärkte im Soft Landing La-La Land Modus. Und hier sehen wir mal die Kongruenz zwischen den Leading Indicators und dem S&P 500, die ist ziemlich groß und die Leading Indicators sind weiter unten als der S&P 500 und deswegen sagt ein Hedge Fund, der oft in letzter Zeit richtig lag, der die China Rally gut gesehen hat, der sagt, die Risiken im US-Markt seien nicht eingepreist und er meint damit vor allem die Junk Bonds, also die hochrentierlichen, riskanten US-Unternehmensanleihen minderer Bonitätsqualität, könnte man sagen. Da sehen wir ja relativ wenig Stress eigentlich, trotz der gestiegenen Zinsen ungewöhnlich. Gestern aber sehen wir, dass die Junk Bonds diese Rallye nicht mitgemacht haben, die der S&P vor allem aber auch der Nasdaq gemacht haben. Das sehen wir in diesem unteren Chart, blau ist hier praktisch die Junk Bonds und das, was da nach oben weist, ist der S&P 500 und heute haben wir ja, wie gesagt, den Beginn der Berichtssaison mit dem Microsoft, dann kommt morgen Tesla, es kommen viele wichtige Unternehmen, wir sehen heute um 15.45 Uhr den Einkaufsmanager-Index aus den USA, das gleiche haben wir um 9.30 Uhr dann hier in Deutschland und um 10 Uhr in Europa, aber es kommen wichtige Konjunkturdaten, die diese ganze Rezessionsthematik da nochmal in den Fokus rücken werden und auch Lagarde sagt, also hier Inflation darf sich nicht verfestigen und weist darauf hin, dass zwar die Energiepreise gefallen sind, obwohl jetzt der Ölpreis zum Beispiel ja doch wieder relativ deutlich gestiegen ist, aber die zugrunde liegende Inflation, damit meint sie die Kerninflation, weiter gestiegen ist. Also wir bleiben auf Linie, ist die Botschaft auch von Lagarde und jetzt kommt der Fettflüsterer und bringt diese Warnung, diese Mahnung, das finde ich hochinteressant. Ich will abschließend noch zwei Artikel empfehlen. Immobilienmarkt Europa bereitet sich auf scharfe Trendwende vor. Ausmaß von Verzweiflung und Verwerfungen unvorstellbar groß. Ich habe hier unten nochmal die Verschuldung in Relation zum Einkommen dargestellt. Da liegt Norwegen, Australien, Schweden. Die sind ganz, ganz vorne, weil die praktisch die fettesten Immobilienblasen insgesamt haben. Und das wird dann auch besonders bitter. Und zweite Artikelempfehlung, Ungarn setzt auf Gas aus Russland, ein Störfeuer für Europa. Auch das ist etwas, was hochinteressant ist, mit wieder russischen, original russischen Quellen, um eine andere Sicht mal auf die Dinge zu werfen. Also zwei Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.